Auch kein Gold mehr? Nein, doch hier. 49.000, oh ja, das, da lässt sich was anfangen. Also die Supermagie braucht man eigentlich sowieso nicht. Ein Ausdauertrank, naja, Super Regeneration, Dark. Schauen wir uns das mal an. Wahrnehmung nicht, nein. Ich habe 64 Dietriche. 64? So viel braucht doch kein Mensch. Also, 5 super Ausdauertränke. Also, 64 Dietriche braucht kein Mensch. Tun wir mal 14 verkaufen, dann habe ich. Machen wir mal 24. 24 Dietriche können wir schon verkaufen. Eins weniger. Habe ich noch 40, aber das ist auch Haufen. Das ist aus. Ja, gut, 40 Dietriche. Ja, doch, die 40 Dietriche heben wir mal auf. Dann haben wir noch das komische Ding da. Verkaufen wir auch mal. Seltsame Amulett möchte ich aber mal aufheben. 3 müssen zusammenkommen. Hier auch das seltsame Schwert. Möchte ich mal aufheben. Ja, was ich an Gold hier rumliegen habe. So. Dann noch einmal bitte. Guten Tag. Ich würde einmal, hätte gern einmal von dir alles repariert, was ich besitze. Vor allem mein Schwert. Nicht, dass ich dann gleich ohne Star. Oh, guck mal. Oh, nö, das ist nicht mal so tragisch. Hier, das hat nicht mal so gelitten. Was ich aber irgendwie denke, ich bräuchte langsam mal neue Beinschienen. Vielleicht mal ein paar andere Schuhe. Auch. Gibt es ja auch noch bessere. Ja, da könnte ich mal gucken. Aber da gucken wir nicht hier oben bei denen. Da gibt es dann unten bei den Zwergenhändlern, gibt es bessere Händler. Die Zwergen, die sind da immer so ein bisschen OP in Sachen herstellen. Aber auch ziemlich teuer. Und ich habe wieder das Bong. Das hört ihr doch bestimmt auch, oder? Immer wenn ich mich hierher teleportiere, habe ich so einen Bong. So, dann schauen wir mal gleich mal hier weiter. Ich würde gerne wissen, warum hier so viel rumliegt. Oder lag. Warum lag hier so viel rum? Ist hier was? Hier ist doch nix. Nee, hier ist nix. Hier ist nix. Nichts von Bedeutung. Außer ganz viele Viecher. Ja, ist ja gut. Hier, ja. Mal gucken, mal mutierte Waldspinne. Also an sich ist hier nichts, außer ein paar Löwen, ein paar Wölfe. Ist hier hinten was? Geht's hier weiter? Nein, hier geht's auch nicht weiter. Hier. Nein, laufen wir mal hier die Felswand entlang. Vielleicht ist da ja wegen was. Irgend noch bei Höhlen oder so? Nein, natürlich nichts mehr. Nichts los hier. Übrigens, ich weiß noch, ich kann euch noch nicht ganz genau sagen, welches Projekt ich nach Divine Divinity bringe. Das läuft. Oh, hier. Nein, hier ist auch nichts. Es wird auf jeden Fall. Divine Divinity wird noch ein Stückchen gehen, aber was danach kommt, weiß ich noch nicht. Oh, hier ist die Ende der Karte. Wir sind schon oben. Was danach kommen wird, weiß ich wirklich noch nicht. Aber ich hätte mal gerne mein kürzeres Projekt drin. Mit nicht so vielen Folgen. Und vielleicht wird es auch mal wieder ein Facecam-Projekt. Mal schauen. Fleisch, naja. Oh, guck mal, Truhen. Das ist verschlossen. Ich habe irgendwie den Drang, nichts mehr mitzunehmen. Außer es ist gut. Ich weiß nicht schlecht. Aber ich bin nicht so der Bogenspieler. Ich habe den Drang, nicht mehr wirklich was mitzunehmen. Wir haben mehr als genug Gold. Wir haben richtig fucking viel Gold. Deswegen habe ich den Drang, einfach alles liegen zu lassen mittlerweile. Außer es ist wirklich gut oder sowas. Dann nehmen wir es schon noch mit. Wenn ich zum Beispiel das dritte seltsame Ding finde, nehme ich es auf jeden Fall mit.
Nee, hier ist, geht's richtig ab. Kriege ich jetzt dafür. Für die Hunde kriege ich gar keine Erfahrung mehr, sehe ich. Oder habe ich es gerade nur verpennt? Oh, wir haben wieder ein Leck. Das nervt mich ein bisschen. Das nervt mich ein bisschen, dass es leckt. Ne, ich krieg für die Hunde keine Erfahrung mehr. Gut, hier ist der Sumpf hinter denen. Da kann ich nicht durchlaufen. Durch Sumpfe kann ich nicht laufen. Hallo Käfer. Durch Sümpfe kann ich nicht laufen. Okay. Oh, du. Also das Divine Divinity Projekt läuft noch ein Stückchen. Ich weiß aber noch nicht, was ich danach. Es ist ich gewünscht worden von einem meiner Zuschauer und auch einem lieben Kollegen, mit dem ich viel Kontakt habe. Der hat sich gewünscht mal wieder, dass ich Game Dev Tycoon mache. Aber das wird schon noch ein Stückchen dauern. Ich habe es mir überlegt, vielleicht mache ich auch wieder Game Dev Tycoon mal. Ich habe jetzt halt die Projektanzahl bei mir etwas erhöht. Kommt der jetzt hat Montag bis Freitag ganz normal wie im Wechsel jetzt hat Tech World und Divine Divinity und am Wochenende dann nochmal Minecraft NC und TTT, wobei TTT auch bald hinfällig wird. Da kann ich mir auch ein neues Projekt suchen. Ich habe mal überlegt, vielleicht mal wieder Wimmelbild oder sowas, ein kleines Wimmelbildchen. Wäre auch mal wieder. Warum hatten wir schon lange nicht mehr? Aber so genau weiß ich das noch nicht, welche Projekte. Ich habe hier noch einige Spiele rumliegen. Aber welche ich davon als erstes einmal anfangen, das kann ich euch noch nicht sagen. Das wird sich zeigen. Das werde ich bestimmt auch noch im Vlog mal ansprechen. Es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Vielleicht habe ich es mir bis dahin mal überlegt. Vielleicht gibt es bis dahin ein schönes Spiel, was ich wieder dringend spielen möchte. Wie The Cities zum Beispiel, ist genau solche Spiele, solche mag ich. Cities damals, das habe ich mir dann eigentlich gleich mitgekauft, als es auf dem Markt kam. Und ja, habe ich dann sogar gleich mit aufgenommen, eine kleine Stadt. Vielleicht werde ich nochmal eine Stadt machen, aber eine Map, ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht machen wir mal eine Map. Es gibt da Haufen schöne Maps zum Runterladen, dass wir da ein Städtchen reinbauen. Ich hab privat mal die Siedler von Catan gespielt, gibt's auch als Map nachgebaut. Ist auch cool, muss ich auch ehrlich sagen, ist echt cool. Vom Infrastrukturmäßig gibt's da nicht so die Problemchen. Gut, jetzt haben wir hier das Bergchen nicht erkundet, das ist nicht so tragisch. Wollen wir mal Richtung Zwergenhöhlen gehen oder erst hier die Höhle des Pirschers? Wir gehen mal Richtung Zwergenhöhle, oder? Gehen wir mal zu den Zwergen und schauen mal, was die Wengen für uns haben. Da ist ja irgendwie ein Problemchen mit so einer Axt aufgetreten. Oh, hier gibt es auch einen Rolle, ey. Hier gab es einen Haufen Trolle. Die haben immer so viel Gold.